Richtig stark, eine coole Arbeit. Benny hat mir ein Thema mitgebracht, nicht nur mir, sondern uns. Und das Thema ist Sehnsucht nach Gott. Und um uns ein bisschen reinzubringen, habe ich ihn gefragt, hey, gibt es irgendein Bild, gibt es irgendwas, was ich mitbringen kann, um euch schon mal ein bisschen abzuholen. Und er hat mir zwei Fragen mitgebracht und die könnt ihr gleich nochmal mitlesen. Das eine ist, wer stillt meine Sehnsucht? Und erlaube ich es mir, Gott Raum zu geben, dass er meine Sehnsucht stillen kann? Ihr dürft mal die ersten Gedanken, die euch dazu in den Sinn kommen, einfach im Kopf sammeln. Dazu gebe ich euch einen kleinen Moment. Speichert das mal ab. Ich weiß, das war jetzt ein sehr, sehr kleiner Moment. Ihr dürft auch noch weiter drüber nachdenken. Ich hatte ja schon die Möglichkeit, mir ein bisschen Gedanken zu machen. Und einen kleinen Gedanken möchte ich gerne noch mit euch teilen. Und der Gedanke war, dass wenn wir eine tiefe Sehnsucht haben, wenn wir krank sind und gesund werden wollen, wenn wir einen Partner haben wollen und es nicht so klappt, wenn wir nicht nach Hause können, obwohl wir nach Hause wollen und Heimweh haben, dann sind wir, glaube ich, ganz schnell dabei zu beten und unser Anliegen vor Gott zu bringen. Aber was, glaube ich, richtig schwer ist, ist das Anliegen bei Gott abzugeben. Weil, ja, damit macht man sich verletzlich. Und gerade wenn man das Gefühl hat, Gott tut nichts oder Gott tut das Gegenteil, das ist ein großer Schritt dazu sagen, Gott, ich gebe es dir. Ich bin sehr gespannt, was Benny uns heute erzählen will. Ich würde Benny jetzt nach vorne bitten. Ich würde gerne noch davor beten und dann kann es losgehen. Keine Eile. Herr, danke, dass Benny sich bereit erklärt hat, heute dein Wort weiterzugeben. Öffne unsere Herzen und Ohren, damit wir bereit sind zu hören, was du sagen willst. Leg du, Benny, die Worte in den Mund, die du weitergeben willst und nimm alles weg, was nicht von dir ist. In deinem Namen, Jesus. Amen. Yes, geht's euch gut? Ich hoffe, euch geht's gut, selbst wenn es dir nicht gut geht. Das Schöne ist, wir sind im Haus Gottes, da dürfen wir kommen, wie wir sind. Ja? Wir müssen nicht immer irgendeine Maske aufziehen und sagen, okay, jetzt muss die Familie funktionieren, jetzt müssen wir alle nett gucken, alle nett gut aussehen und alle nett irgendwie grüßen. Nein, wir dürfen so sein, wie wir sind, wir dürfen ins Haus Gottes kommen, sollten natürlich vorbereitet kommen, aber Gott nimmt uns, wie wir sind, nicht wahr? Ich habe heute eine Message mitgebracht, Sehnsucht nach Gott. Was Besseres ist mir nicht eingefallen, also vom Thema Namen her, das irgendwie schön schön zu beschreiben. Man muss ja im 21. Jahrhundert, mein Passwort, warte mal ganz kurz, zwei Geburtsdatum, okay. Ja, also mir ist nichts Besseres eingefallen, das irgendwie grooviger, funkiger zu nennen. Aber ich glaube, manchmal müssen wir die Dinge auch auf den Punkt bringen, nicht wahr? Wir leben ja in einer Zeit, in der du gar nicht mehr so lange auf Dinge hinarbeiten musst, weil dir alles irgendwie mundgerecht vorbereitet wird, nicht wahr? Also wir leben ja so in so einer Fast-Food-Gesellschaft. Irgendwie muss alles schnell, alles jetzt gehen. Wir leben auch, die junge Generation, in der wir auch arbeiten, bei Offbeat ist so diese Generation Now. Ja, wir wollen es irgendwie jetzt haben. Und wir wollen nicht so auf die Dinge hinarbeiten. Gott, ich will das jetzt haben, was du für mich hast, was da in der Bibel steht, die Zeichen und Wunder. Ich will das alles jetzt erleben und das funktioniert nicht. Und ich möchte heute mit euch eine kleine Reise wagen, einfach auch in mein Leben hinein, in die Bibel hinein. Und am Ende möchte ich mit uns ein Bild kreieren und uns fragen, hey, ist da noch Potenzial in uns, diese Sehnsucht nach Gott zu steigern, zu mehren, dass eben Gott nicht nur eine Randfigur in unserem Leben ist, sondern dass wir unzufrieden sind, so eine heilige Unzufriedenheit haben, dass wir sagen, Gott, ich will mehr von dir. Ich habe die Zeit im Blick. Genau. Also ich sag mal so, generell ist es ja so, der Mensch hat viele Sehnsüchte, nicht wahr? Also wir haben ja auch viele so natürliche Sehnsüchte, geliebt zu werden, dass wir eben nicht alleine durchs Leben rennen, dass wir uns verwirklichen können, dass wir gesund sind und gesund bleiben. Frag mal einen kranken Menschen nach seinem größten Wunsch, ja? Der will einfach nur gesund sein. Ich war mal Fußballspieler gewesen in meiner Jugendzeit, das war ich so schon ein paar Tage her, und da saß ich in der Fußballkabine
Und einer sagte meiner Kollegin, und ich war gerade verletzt, er sagte, ich bin fit wie ein Turnschuh. Und dieser Satz hat sich in mir eingebrannt und gesagt, ich will einfach nur gesund sein. Ich glaube, es gibt so viele Sehnsüchte auf dieser Welt, die sind natürlich, die sind auch irgendwo Gott gegeben. Ja? Also wir sehen uns nach Freiheit, nach Gerechtigkeit, wir sehen uns nach Frieden. Ja? Und das sind Dinge, die legitim sind, die in Ordnung sind, die auch irgendwie das zeigen, wer Gott ist, nicht wahr? Weil Gott hat uns ja geschaffen, Gott hat uns ja auch gemacht mit gewissen Sehnsüchten. Die Frage, die ich mir stelle, ist, kann Gott, kann Kirche diese Sehnsüchte stillen? Und wenn ja, warum ist dann Kirche so leer? Warum müssen wir Menschen überreden, in Kirche zu kommen? Wenn Gott doch unsere Sehnsüchte stillen kann, wenn Gott doch derjenige ist, auf den wir hinzugeschaffen sind, dann ist doch die Frage berechtigt, warum wir Menschen überreden müssen, in die Kirchen zu kommen. Warum sind die Kirchen leer und die Clubs und die Stadien und die Arenen, warum sind sie voll? Warum boomt die Unterhaltungsbranche, aber diese Sehnsucht nach Gott, die boomt irgendwie nicht. Und die Frage ist doch die, machen wir als Christen, machen wir als Kirche, machen wir irgendetwas falsch? Warum können wir das nicht bedienen, diese Sehnsüchte der Menschen? Ihr habt das gerade eben in dem Video gesehen, wir haben jeden Mittwoch einen Jugendhauskreis in einem Fastfood-Restaurant am Alexanderplatz, wo wir die jungen Leute auf Burger und Cola einladen. Wenn du zum ersten Mal kommst, also wenn du zum allerersten Mal kommst, kriegst du direkt ein Menü umsonst. Ja? Wenn du dreimal hintereinander kommst, kriegst du auch wieder ein Menü umsonst. Und wenn du drei oder mehr Leute mitbringst, die noch nie da waren, dann kriegst du auch ein Menü umsonst. Ja? Weißt du, warum wir das machen? Weil das Klientel, mit dem wir arbeiten, die hat eine natürliche Sehnsucht nach Essen, nach einem guten Gefühl im Bauch. Und wir bedienen diese Sehnsucht. Jetzt könnte man auch sagen, ja, Benny, geht das nicht auch mit Schwarzbrot und Milch? Ja, würde gehen. Aber frag mal einen 15-Jährigen oder eine 15-Jährige, ob sie lieber in einen Häkelkurs geht oder an einen Ort geht, wo ihre Reize bedient werden. Also wenn wir ehrlich sind, geht eher an den Ort, wo die Reize bedient werden, nicht wahr? Und weniger in den Häkelkurs. Man darf natürlich auch in den Häkelkurs gehen. Solche Menschen gibt es auch. Vielleicht in Kirche. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie muss Kirche sein, dass ich dorthin gehe? Dass selbst wenn ich nicht an Gott glaube, dass ich sage, ey, da ist ein Ort, da bin ich gerne. Und wir sind jetzt gerade auch in dieser Weihnachtszeit, nicht wahr? Und Weihnachten sind die Kirchen irgendwie voll. Weihnachten, da sind die Kirchen voll bis in die letzte Reihe. Ich war vor einigen Jahren, ich glaube 2014, bin ich nach Österreich geflogen, nach Wien und war am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Stephanuskirche und ich glaube, es ist eine katholische Kirche, bin mir ziemlich sicher. Und die Kirche war brechend voll, mehrere Gottesdienste, 5, 6 Stück, brechend voll. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Weihnachten so interessant ist für Menschen? Und ich glaube, es liegt daran, dass wir Menschen Weihnachten mit einer besinnlichen Zeit irgendwie verbinden und dass genau das irgendwie dazugehört. Dieses Bild, ich gehe in die Kirche, da gibt es Kerzen, da gibt es einen Weihnachtsbaum. Das verbinden Menschen mit einer erfüllenden Weihnacht. Und deswegen machen sie das auch für ihre Kinder. Die Hülle, die Verpackung, die stimmt einfach. Und deswegen gehen Menschen in Kirche. Bestimmt auch, ich will es nicht ausschließen, weil sie auch einen Moment haben möchten, wo sie Gott begegnen wollen. Aber eher häufig einfach, das ist Familientradition, das ist schon lang verankert in unserer Gesellschaft, das machen wir einfach so. Also es geht mehr um die Hülle, um die Verpackung. Wenn es nicht so wäre, dann wäre diese Kirche voll. Nicht wahr? Dann wären Kirchen generell voll, wenn es nicht so wäre. Werbung, die du und ich kennen, ob das nun in Social Media ist oder im Fernsehen, Werbung arbeitet mit Suggestion, mit Anregung. Die fragen sich immer, wie müssen wir unser Produkt verpacken, damit wir es gut verkaufen? Welche Attribute, welche Eigenschaften schreiben wir einem gewissen Produkt zu, damit es eben gekauft wird? Ja? Wenn du eine Küche verkaufen willst, dann sitzt du da am besten irgendwie noch eine nette Familie dazu, ein schönes Steak, damit es irgendwie gut ausschaut und gekauft wird. Am Ende kaufst du nur die Küche. Du kaufst nicht das Steak, du kaufst nicht die nette Familie, die da funktioniert, aber irgendwie entsteht ein Gefühl, dass dir sagt, das will ich auch haben. Dass dir das die Küche nicht gibt, ist ein anderes Thema. Aber jetzt sind wir ja Kirche, nicht wahr?
Jetzt sind wir ja Kirche und ich merke so, wir kriegen das irgendwie noch nicht so gut hin oder wir haben Potenzial, das noch besser zu machen, diese Message rund genug zu kriegen, dass Menschen das eben auch für sich ergreifen und glauben. Oder liegt es tatsächlich daran, dass nur wir irgendwie die komischen Auserwählten sind, die Sehnsucht nach Gott haben und dass viele andere einfach keine Sehnsucht nach Gott haben? Also, wenn ich in die Gesellschaft reingucke, dann sehe ich, es gibt so viele Menschen, die rennen auch auf Herbstmärkten oder generell zu irgendwelchen esoterischen Einrichtungen, zu Kartenlegern, um sich irgendwie die Zukunft vorauszusagen, weil da eine Sehnsucht ist nach Spiritualität. Menschen vertrauen sich irgendwelchen Gurus an. Ich habe einen Onkel, der viele Jahre in Indien gelebt hat und hat mir erzählt, dass es in Südindien gibt es Guru, der echt abstruse Sachen macht und viele, viele Europäer pilgern dorthin zu diesem Guru. Menschen, die ein hohes Einkommen haben, die ein gesetteltes Leben haben, wandern zu diesem Guru. Weißt du, anstatt in der Bibel zu lesen, laufen Leute überall hin. Und ich glaube, es liegt unter anderem daran, dass sie in ihrem Kopf ein Bild haben über Kirche, dass die Leute, die in Kirche gehen, das sind irgendwie die ewig Gestrigen, das sind die, die irgendwie mit dem echten Leben nichts zu tun haben. Aber wenn du irgendwie neugierig bist auf Übersinnliches, dann streck dich aus nach dem, was irgendwie, streck dich nach neuen Gewässern aus. Vielleicht kennst du diesen Satz, die Menschen glauben an alles, es darf nur nicht in der Bibel stehen. Aber wenn wir in unserer Jugendarbeit sind, dann merke ich immer, wenn ich über den Glauben an Gott rede, dann muss man immer heiß diskutieren oder man muss es immer sehr gut darlegen. Aber da kommt irgendeiner um die Ecke und sagt, er glaubt an Odin und schon finden das alle geil. Also und schon ist das irgendwie das absolut neueste, coolste Ding. Und ja, ich glaube auch an Odin. Das ist entstanden, als eine Kuh auf den Stein gepinkelt hat. Also wenn man da mal ins Detail geht. Aber weißt du, wir wissen ja, dass dieses Problem größer ist, nicht wahr? Denn diesen Missstand, den wir haben, dass Menschen ein falsches Bild gegenüber Gott und Kirche haben, dass sie ein falsches Bild über Religion, über diesen Jesus haben, liegt ja auch daran, dass der Teufel überall versucht, Lügen zu säen. Ja? Und unsere Aufgabe ist doch, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und da möchte ich reingehen, wie wir das machen können, wie wir da irgendwie wachsen können. Und ich glaube, alles beginnt mit einer Sehnsucht im Herzen, Gottes Pläne zu vollbringen. Alles beginnt, diese Reise mit Gott beginnt mit einer Sehnsucht in deinem Herzen. Gott, ich will dir nahe sein. Gott, ich will, dass deine Werke hier auf Erden sichtbar werden. Gott, ich wünsche mir so sehr den Himmel auf Erden. Gott, dein Wort ist voll von unmöglichen Dingen. Das will ich heute in meinem Leben sehen. Das ist doch die Sehnsucht, die in unserem Herzen als Christen sein sollte, oder? Als ich mit 13 Jahren Christ geworden bin, da war es für mich so natürlich, dass Gott hat eine Sehnsucht in mein Herz gelegt, könnte man auch sagen, aber es war für mich natürlich, die Menschen zu erreichen, die irgendwie die Straßenseite wechseln, wenn sie Kirche sehen. Genau mit diesen Leuten wollte ich arbeiten. Genau diese Leute wollte ich in Kirche sehen. Ich wollte nicht die Otto-Normalverbraucher, nicht die 0815 Menschen, das ist so meine Berufung. Ja? Ich wollte die Menschen in Kirche sehen, die vielleicht Gründe und Argumente haben, warum sie nicht sonntags in die Kirche gehen, warum sie die Bibel nicht aufschlagen, warum sie ihr Leben nicht nach Gott ausrichten. Mit 15 habe ich angefangen, so Straßeneinsätze zu machen, so auf die Straße, ja, so wild und predigen und Gas geben. Mein erster Einsatz war, ich habe dann irgendwie ein Lied gesungen, ja, und ich bin nicht der beste Sänger, aber wir hatten so einen Leiter gehabt, der sich da mit Keyboard hingestellt hat und ich musste mitsingen und irgendwie keiner ist stehen geblieben und ich wusste, ich singe schlecht. Und ich habe gemerkt, okay, da muss ich irgendwie weg von dem Lieder singen, ich muss was anderes machen. Aber es hat nichts daran geändert, dass irgendwie, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendeinen jungen Mann, junge Frau, die ich eingeladen habe in unseren Jugendgottesdienst in unserer Stadt, aus Trostorf, da komme ich her, dass da mal irgendeiner in den Gottesdienst gekommen ist. Ich kann mich nicht erinnern. Und wir haben uns echt viel Mühe gegeben. Da haben sich mal zwei verlaufen bei uns in so einem Jugendcafé, wo wir einen Gottesdienst gemacht haben, aber die kamen, um mein Handy zu klauen, was sie auch geschafft haben. Ja? Und nicht irgendwie, um Gott zu begegnen. Und es war irgendwie so echt schräg. Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass wir viel um den Gottesdienst herumgebaut haben. Also wir haben irgendwie jeden Abend haben wir irgendeine Veranstaltung gemacht für junge Menschen in der Stadt und da wurden dann auch die
Veranstaltungen voll, allerdings nicht, wenn wir tatsächlich einen Gottesdienst gemacht haben. Wir haben dann dienstags hatten wir so ein Jugendcafé aufgemacht für so eher so Gothics und Emos, ja, und die sind auch irgendwie zu uns gekommen. So lange Geschichte, will ich nicht darauf eingehen. Auf jeden Fall waren sie dann bei uns gewesen und dann habe ich gesagt, jetzt sind sie bei uns, jetzt muss ich ja irgendwie predigen, nicht wahr? Aber wenn ich meine Jesus Funky Kanzel, die ich hatte, rausgeholt habe, gepredigt habe, was haben die dann gemacht? Die sind alle rausgelaufen. Alle aus dem Haus rausgelaufen. Und ich denke mir, okay, was machst du jetzt? Und ich habe intuitiv mir diese Kanzel geschnappt, bin mit der Kanzel vor die Tür gegangen, war ein großer Platz gewesen. Die haben sich überall versteckt. Ne? Und dann habe ich weiter gepredigt und am Ende habe ich einen Aufruf gemacht, habe ich gesagt, wer von euch ist hier und will Gebet haben? Und wenn keiner aufzeigt, ich bete einfach für euch alle. Ja. Und ihr müsst euch vorstellen, direkt neben unserem Jugendcafé war noch so eine Kneipe gewesen. Die haben immer schräg geguckt. Aber weißt du, am Ende des Tages hat da eine Reise in meinem Leben begonnen. Und ich weiß nicht genau, ob du diesen Satz kennst, aber ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen von einem Mann, dessen Namen ich vergessen habe, aber sein Statement habe ich behalten. Da heißt es, einige sind berufen, manche sind auserwählt, andere kaufen sich ein Mikrofon und legen einfach los. Weißt du, das sind Sehnsüchte, die Gott in dein Herz gelegt hat, in mein Herz gelegt hat. Die Frage ist, geben wir diesen Sehnsüchten Raum oder beerdigen wir sie wieder, weil wir zu jung, zu dick, zu dumm, zu dünn, zu komisch, zu schräg, was auch immer sind. Zu wenig auserwählt, zu wenig berufen, zu wenig gesehen. Und mein erster Leitgedanke der Predigt ist der. Weißt du, wenn Gott eine Sehnsucht in dein Herz gelegt hat und du dieser Sehnsucht Raum gibst, und ihr nachgehst, dann entsteht etwas, wie ich finde, Magisches. Gott selbst beginnt seine Reise mit dir. Und ich bin immer wieder auf kleineren Veranstaltungen eingeladen, wo Teens und Christen zusammenkommen und sich immer fragen, wie geht das, wie startet so meine Reise mit Gott? Sie fängt immer klein an. Vielleicht fängt sie einfach damit an, ein Mikrofon in die Hand zu nehmen und einfach loszulegen. Vielleicht fängt es einfach damit an, in kleinen Schritten treu zu sein. Und meine Frage an dich ist, was sind deine Sehnsüchte, die Gott in dein Leben hineingelegt hat? Lebst du sie aus? Hast du Sehnsucht nach dieser Sehnsucht nach Gott, dass Gott sie in dein Herz legt? Bist du neugierig oder haben wir vergessen, wer unser Gott ist, wozu er imstande ist? Haben wir Gottes Möglichkeiten unter unserer Beschäftigkeit, unter unseren Sorgen vergraben? Kann das auch sein? Ich stelle viele Fragen, mit denen du nach Hause gehen kannst oder über die du nachdenken kannst. Aber wenn ich einen Vers habe, der über dieser Predigt steht, dann ist es Römer 11, Vers 36. Und da heißt es, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Denn aus ihm und zu ihm und durch ihn hin. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin. Wir sind auf Gott hin ausgerichtet. Wir sind zu Gott hin geschaffen. Das hat Gott in unser Herz gelegt. Ja? Und wenn ich mal so weltweit schaue, dann ist es so, dass 84% der Weltbevölkerung religiös ist. Irgendeiner Religion angehört. 8 von 10 Menschen sind mehr oder minder religiös. Das ist eine Sehnsucht nach Gott. Ich weiß nicht, ob du dieses Beispiel kennst von einem abstürzenden Flugzeug. Aber ich bin mir ziemlich sicher, in einem abstürzenden Flugzeug gibt es keine Atheisten. Da fangen alle an, irgendwie nach Gott zu schreien, irgendwie religiös zu werden, irgendwie spirituell zu werden und sich an irgendetwas zu erinnern, was auch immer. Sie fangen an zu schreien und um Hilfe zu betteln oder um Hilfe zu schreien. Und ich möchte im weiteren Kontext meiner Predigt auf die Geschichte von Gideon eingehen. Und da möchte ich eingehen, in welcher Zeit lebte dieser Gideon, welche Stellung hatte Gideon, warum zweifelte er an Gottes Ruf, warum war Gideon siegreich und was ist die Botschaft hinter der Geschichte. Und zu guter Letzt, was hat Gideon und seine Geschichte mit dem Thema Sehnsucht nach Gott zu tun? Wo ist da die Brücke? Vielleicht nochmal kurz zur Information oder als Zeitinfo darüber nachzudenken. Wir leben in einer Welt, in einer Zeit, in der es so viele Sehnsüchte gibt, die man sehr schnell befriedigen kann, nicht wahr? Ich habe es anfangs schon gesagt, diese Fast-Food-Gesellschaft, da sind wir drin geprägt. Du nimmst eine Pille, um dir deine Sorgen
zu nehmen, um die Sorgen zu vergessen. Du gehst fremd, um dir das zu holen, was du vielleicht zu Hause nicht bekommst. Du betrügst Menschen, um deinen eigenen Vorteil daraus zu erhalten. Aber weißt du, bei Gott gibt es keine Pille. Da gibt es kein ein Gebet. Da gibt es kein Schnips zum Glück, zur Zufriedenheit. Weißt du, Gott ist nicht wie so eine Cola am Cola-Automat, ja? Sondern es ist ein Weg, den wir mit Gott gehen. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ich bin daran interessiert, Beziehung mit dir zu haben. Ich habe Sehnsüchte in dein Herz gelegt. Wir sind auf ihn hingeschaffen, nicht nur an einem Sonntagmorgen, sondern Montag bis Sonntag. 24/7 am Tag, ein ganzes Leben lang, wir sind auf ihn hingeschaffen. Und die Frage ist, wo lassen wir uns unsere Sehnsüchte stillen? Also in welcher Zeit lebte dieser Gideon? Ich möchte kurz einen Bibelabschnitt vorlesen aus Richter 6, 1 bis 6. Ihr seht es auch an der Wand. Und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab sie der Herr in die Hand Midians 7 Jahre. Und die Hand Midians wurde stark über Israel. Zum Schutz vor Midian richteten sich die Israeliten die Schluchten in den Bergen her und die Höhlen und die Festungen. Und immer, wenn Israel gesät hatte, kamen Midian und Amalek und die aus dem Osten herauf und lagerten sich gegen sie und vernichteten die Ernte des Landes bis hin nach Gaza und ließen nichts übrig an Nahrung in Israel, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Denn sie zogen herauf mit ihrem Vieh und ihren Zelten und kamen wie eine große Menge Heuschrecken, sodass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren und fielen ins Land, um es zu verderben. So wurde Israel sehr schwach vor Midian. Das Buch der Richter beschreibt eine Zeit vom Volk Israel, wo es so gewisse Zyklen gibt. Ja? Dem Volk Gottes ging es gut, dann haben sie vergessen, was irgendwie Gott ihnen gesagt hat, woran sie sich halten sollen, sind wieder irgendwie schwach geworden, dann ging die Abwärtsspirale los und dann wurden sie quasi geknechtet von anderen Völkern um sie herum und die Abwärtsspirale ging los und dann sind sie wieder zurück zu Gott und haben Buße getan und so ging das hin und her. Ja. Und das Buch der Richter kann man auch so ein bisschen vergleichen mit dem 2. Timotheusbrief, wo Paulus immer wieder daran erinnert, dass sie dem Zeitgeist nicht auf den Zahn gehen. Dass sie sich nicht an irgendwelche neuen Trends halten, sondern dass sie sich an das halten sollen, was Gott uns verheißen hat. Dass wir uns an diesen Jesus halten sollen. Dass wir uns dem Zeitgeist nicht hingeben sollen. Weißt du, früher waren es in dieser Zeit der Richter, war es die Zeit gewesen, wo Menschen, das Volk Israel, das Volk Gottes schwach geworden ist, dann kamen andere Völker und haben sie vernichtet und sind quasi physisch eingedrungen. Heute sind es eher so Gedankengänge, die sich in uns manifestieren, wenn wir anfangen, Kompromisse zu machen. Und das Resultat ist, dass wir so geistliche Leere empfinden, nicht wahr? Dass wir immer so merken, hey, was gehe ich überhaupt sonntags in Gottesdienst? Was ist das überhaupt? Stillt das überhaupt die Sehnsucht in mir? Und dann merken wir, nein, der trinkt mit meiner Freundin am Wochenende oder mit meinem Kumpel in der Bar, der bringt mir irgendwie mehr, der Austausch bringt mir mehr. Und so entfernen wir uns von Kirche, von christlicher Gemeinschaft. Weißt du, ein Feind ist umso mächtiger, wenn er nicht als solcher erkannt wird. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir gar nicht merken, wie sehr sich der Teufel mit all seinen Lügen in gesellschaftliche Sphären, in unsere Sphären, in unsere Werte hineinmischt und uns irgendwie auseinander dividieren will und vor allem uns wegbringen will von der Gegenwart Gottes. Das spricht es auf den zweiten gehe ich nicht ein, das packe ich zeitlich nicht. Da gibt es in dieser Geschichte dieses Volk Midian. Ja, das Volk Midian, das das Volk Israel ja bedrängt, ausraubt und dafür sorgt, dass es irgendwie schwach wird. Und Midian ist ein Indiz, was beschreibt, was teilweise das Problem von Israel war. Midian war ein Sohn Abrahams. Also ein Bruderstamm Israels. Midian wird eigentlich in einem sehr positiven Licht dargestellt in der Bibel. Die Frau von Mose, die er sich zu sich nimmt, ist Midianiterin, weil er quasi bei den Midianitern Schutz sucht, nachdem er aus Ägypten geflohen ist, als er da quasi
einen Soldaten umgebracht hat oder erschlagen hat. Und auch als er aus diesem Volk Israel, auch als Ägypten dort rauszieht, ist dieses Land der Midianiter das, was ihm hilft. Wir finden dann allerdings im vierten Buch Mose, ab Vers 25, finden wir einen Hinweis darauf, dass sich da auf einmal etwas auseinanderdividiert und dass Gott auch Gericht hält, Gericht übt über Midian. Es heißt, dass die Midianiter die Israeliten dazu verführt haben, andere Götter anzubeten, Baal anzubeten, sexuelle Unmoral auszuleben, Dinge zu tun, die absolut widergöttlich sind. Und dann spricht Gott im 4. Mose 25, Vers 17, greift die Midianiter an und vernichtet sie. Sie haben euch heimtückisch in die Falle gelockt. Und da merken wir, da auf einmal geht es auseinander. Und dann sehen wir im Richter, wie dieses Volk Midian, wie gesagt, sich einmischt in das Volk Israel, weil Israel Dinge tat, die Gott missfielen. So heißt es in diesem ersten Vers in Richter 6. Und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab sie der Herr in die Hand Midians 7 Jahre. Da steht nicht, das Volk Israel tat Dinge, die die Gesellschaft scheiße fand, Entschuldigung, sondern da steht, dass das Volk Israel Dinge tat, die Gott missfallen haben. Weißt du, es gibt so viele Dinge, die diese Welt dir gibt oder die Gott dir gegeben hat, die wir falsch ausleben können. Es geht um Geld, geht um Sex, geht um Dinge des täglichen Lebens, die wir zwischen Gott und uns stellen. Die Gott aber gegeben hat, die ja irgendwie natürlich sind. Das sind Sehnsüchte, die Gott an unser Herz gelegt hat. Und wenn wir die irgendwie falsch ausleben oder nicht unter Gottes Herrschaft stellen, dann fangen wir an, Kompromisse zu machen. Und warum begehen Menschen Kompromisse? Weil sie irgendwie den Blick verlieren für das, was Gott für sie hat. Wenn du anfängst, in deinem Leben Kompromisse zu machen, dann bist du schon auf dem Weg in die Abwärtsspirale, wo auf einmal der Teufel sich in deinem Leben manifestiert, in deiner Gedankenwelt. Ich glaube, es ist diese fehlende Sehnsucht nach der Nähe Gottes, die uns schwach macht und die auch damals das Volk Israel schwach gemacht hat. Ging es diesem Volk einfach zu gut, dass sie gesagt haben, naja, auch so ein bisschen 7 gerade sein lassen können wir auch. Das mit Gott kriegen wir schon noch irgendwie hin. Aber wir sehen, wie es weitergeht. In Vers 2, und die Hand Midians wurde stark über Israel. Und in Vers 6 lesen wir, so wurde Israel sehr schwach vor Midian. Und es ist doch so, wenn wir Kompromisse machen, dann werden wir schwach gegenüber die Sünde. Wir werden schwach, wir merken, dass diese Sünde über unserem Leben regiert, über unserem Leben Herrschaft ergreift. Aber dabei sind wir doch eigentlich königliche Priesterschaft. Wir sind doch diejenigen, die sagen, ich regiere über Sünde, weil Gott regiert über Sünde. Aber so gibt es Dinge, auf die wir uns eingelassen haben und wir werden schwach. Und dann heißt es in Vers 6, und da schrien die Israeliten zum Herrn. Not lehrt beten, nicht wahr? Wie in so einem abstürzenden Flugzeug. Fangen sie auf einmal an zu beten. Ah, Gott, rette uns. Wer auch immer du bist, rette mich. Also dieser Schrei von dem Volk Israel, der dann kam, war aber nicht unbedingt ein Schrei gewesen der Buße, sondern sie waren einfach fertig gewesen mit den Umständen, in denen sie waren, mit den Qualen, die sie erlitten haben, aufgrund ihrer Armut, ihrer Verluste und ihrer Unsicherheit, die da war. Ich meine, das ganze Vieh, die ganzen Tiere, alle jedes Jahr weg. Aber dann sendet Gott einen Propheten und er sagt, Leute, so goes it not. So wie ihr euch verhält, so geht's nicht. Ihr meint irgendwie mit der Gerechtigkeit und mit der Liebe Gottes spielen zu können, aber so geht's nicht. Spurgeon hat mal einen coolen Satz gebracht. Er hat gesagt, der Herr erlaubt seinen Kindern nicht, dass sie erfolgreich sündigen. Und so sorgt dieser Prophet in dieser Geschichte dafür, dass das Volk Gottes tatsächlich umkehrt, dass sie tatsächlich bekennen und sagen, wir wollen wieder zu Gott zurück. Aber ein Engel Gottes erscheint diesem Gideon und dieser Engel Gottes sagt ihm, pass mal auf, die Schuld bekennen ist ja eine Sache, aber jetzt müsst ihr den Götzen, den ihr gebaut habt, aus eurer Mitte rausholen. Ihr müsst ihn niederreißen, ihr müsst diesen Baal zerstören. Und da lesen wir in Richter 6, Vers 25 und 26,
reiße nieder den Altar des Baal. Aber ich möchte kurz eingehen auf diesen Gideon, der da berufen wurde. Gideon war ja jetzt nicht irgendwie ein Soldat. Es war nicht irgendwie ein Elite-Schüler gewesen, der irgendwie bekannt war dafür, dass er irgendwie immer alles wusste. Ja? David Wilkerson hat in einer Predigt über Gideon mal geschrieben oder gesagt, tatsächlich führte der Herr seine Befreiung durch die Wahl des ärmsten Mannes von der ärmsten Familie in dem ärmsten Stamm in Israel. Also ein brutal, nach menschlichem Wissen und Gewissen zu betrachtender, schwacher Mensch. Unbedeutender Mensch. Aber Gott schreibt durch unbedeutende Menschen wie dich und mich eine bedeutsame Geschichte. Die Frage ist die, sind wir bereit, unsere Sehnsüchte bei Gott zu stillen oder leben wir weiter in diesen Kompromissen, indem wir sagen, naja, so ein bisschen Welt ist auch okay. Aber damit dieses Volk Israel befreit wird aus der Hand Midians, sagt Gott, reiße nieder den Altar des Baal, der dein Vater gehört, und haue um das Aschera-Bild, das dabei steht, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe dieses Felsens einen Altar nach der vorgeschriebenen Ordnung. Und das ist echt eine krasse Sache, die da irgendwie Gideon tun soll, nicht wahr? Weil sein Vater hat diesen Altar bauen lassen. Und jetzt soll Gideon all das einschlagen. Weißt du, wenn Gott uns wichtig ist, dann ist es mal die Frage, wie viel bin ich bereit zu zahlen? Wie viel bist du bereit zu zahlen in deinem Leben, um in der Nähe Gottes zu sein? Weißt du, wenn du in der falschen Richtung gelebt hast, wenn ich in der falschen Richtung lebe, dann hilft es nichts, das irgendwie schön zu reden, sondern Gott ruft mich doch zum Kreuz und sagt, bekenne deine Schuld und bring es zu mir und reiße all die Altäre nieder, wo du andere Götter in deinem Leben gebaut hast, wo du dein Leben auf andere Sachen gebaut hast, als auf mein Wort. Und wir lesen in Hiob 22, Vers 23, wenn du zu dem Allmächtigen umkehrst, so wirst du wieder aufgebaut werden, und wenn du Unrecht aus deinen Zelten entfernst. Und das hat Gideon gemacht. Er hat das Unrecht aus seinen Zelten entfernt. Er hat die falschen Götter niedergerissen. Und dann kommt der Heilige Geist auf ihn und Gideon schlägt ein Volk mit rund 135.000 Mann. Er selbst hat nur 300. Und ich finde das krass. Also egal wie du es drehst, ist auch mit 3 Promille ist es immer noch krass. Also ja, irgendwann redet man sich das Leben schön und denkt sich, okay, wenn das so und so und 300, dann wird es auch passen. Das bleibt, egal aus welcher Perspektive du es betrachtest, ein Wunder. Weißt du, wenn wir uns auf Gottes Arm verlassen in unserem Leben, dann sind Wunder möglich. Ich bin seit 14 Jahren in dieser Szene, die ihr seht. Ich habe so viel Mist erlebt in den letzten 14 Jahren, ihr könnt es euch nicht vorstellen. So viele Niederschläge erleben müssen, Anfeindungen erleben müssen. Aber weißt du, wenn du merkst, dass du im Arm Gottes bist, bei ihm geborgen bist, dass Gott mit dir geht, dann ist all das drumherum zweitrangig. Weil du sagst, lieber Gott, bin ich bei dir in dieser turbulenten Welt. Gott, ich bin Liebe bei dir. Wir haben in den letzten 14 Jahren rund 70.000 Burger ausgegeben. Also 70.000 Burger investiert in Menschen. Wir haben jedes Jahr rund 500 bis 600 Leute, die kommen in unsere Burger King Session. Ich habe mal zusammengezählt, wir haben in den letzten 10 Jahren Preise rausgehauen im Wert von über 50.000 Euro für diese Menschen. Mir ist nichts zu groß, mir ist nichts zuwider, um diesen Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben, ihnen einen Ort zu geben, wo sie sein dürfen, wo sie merken, wo sie spüren dürfen, dass Gott sie liebt. Das ist die Sehnsucht, die Gott in mein Herz gelegt hat. Welche Sehnsucht hat Gott in dein Herz gelegt? Was ist diese Botschaft in dieser Geschichte von diesem Gideon? Und Punkt Nummer 1, den du mitnehmen kannst, ich bin schon am Ende meiner Geschichte, an meiner Predigt, ist, dass Gott will, dass wir unser Leben auf ihn ausrichten. Dass du als Christ dazu berufen bist, zu ihm hin zu leben, nicht wahr? Und er steht im Mittelpunkt und nicht ich. Und wir lesen in dieser Geschichte auch, dass der Heilige Geist uns auch das offenbart, dass wir Dinge bekennen, die zwischen uns und Gott stehen, und dass er uns auf einen Kampf vorbereitet, dass wir siegreich sein können. Und weißt du, am Ende ist der Sieg in meinem Leben, dass ich 14 Jahre durchgehalten habe, es ist nicht meine Ehre, sondern es ist Gottes Ehre. Dein Leben gibt Gott die Ehre.
Und wenn dein Leben Gott die Ehre gibt, glaub mir, dann werden Kirchen auch wieder voll. Weil dann Menschen nicht anfangen, dir hinterher zu rennen, sondern weil sie sagen, ich will dahin, wo der die Kraft her hat. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der es mehr als je zuvor wichtig ist, Gott in den Mittelpunkt zu ziehen. Ich habe vor kurzem gelesen, dass einer von 20 hauptamtlichen Pastoren, der geht als Pastor in die Rente. Einer von 20. Viele hauen einfach vorher rein. Die haben einfach keinen Bock mehr, sind ausgebrannt, knicken ein. Meine Frage ist die, ob du Pastor bist, ob du Angestellter bei der Post bist, ob du, was auch immer du arbeitest. Ja? Die Frage ist, sind wir satt? Sind wir schon satt, was diese Gegenwart Gottes angeht? Haben wir vergessen, wer unser Gott ist, wozu er imstande ist? Haben wir Gottes Möglichkeiten unter unseren Sorgen und unserer Beschäftigkeit vergraben? Ich lade dich ein, das wieder aufzumachen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Still meine Sehnsüchte. Zeig mir, was du mit meinem Leben vorhast. Ich will sehen, was das Wort sagt. Ich will das in meinem Leben sehen. Und Gott wird seine Reise mit dir gehen. Gott wird seine Geschichte mit dir schreiben. Dieser magische Moment. Und ich liebe das immer wieder, wenn ich Samstag am Alex bin oder Mittwoch im Burger King oder wo auch immer ich unterwegs bin mit diesen Jugendlichen. Ich liebe es einfach, bei diesen Leuten zu sein. Weil der Gott eine Sehnsucht in mein Herz gegeben hat. Römer 11, Vers 36. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist das Geheimnis. Wenn unser Leben auf Gott hin ausgerichtet ist und ihm die Herrlichkeit gegeben wird in unserem Leben, ihm soll die Herrlichkeit gegeben werden. Gott baut sein Reich, auch hier in Deutschland. Die Frage ist, baut es mit dir oder an dir vorbei? Gott ruft uns in sein Reich. Gott ruft uns und sagt, hey, ich will nicht, dass ein Mensch verloren geht. Ich will nicht, dass irgendein Mensch verloren geht. Ich will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott streckt seine Hand aus und sagt, hier bin ich. Du hast die Wahl. Du hast immer die Wahl in deinem Leben. Die Entscheidungen, die du triffst, die Wahl, die du für dein Leben triffst, sie beschreibt dein Leben. Aber weißt du, wenn wir zu ihm hingeschaffen sind, dann sollten wir uns auch auf ihn ausrichten. Wir hören jetzt ja gleich noch ein bisschen Worship. Und ich lade dich ein, dich zu fragen, wo du stehst auf dieser Reise mit Gott. Ich lade dich ein, darüber nachzudenken, ob du schon gerettet bist oder nicht. Er starb für dich am Kreuz. Er nahm dir all deine Schuld. Und er möchte, dass du ewig mit ihm lebst. Dieses Geschenk darfst du ergreifen. Vielleicht bist du schon Christ und du hast aber deine Sehnsüchte vergraben. Dann lade ich dich auch ein, in dich zu gehen, vielleicht später das Gebetsteam zu nehmen, was auch immer hier noch stattfindet, mit mir oder mit uns ins Gespräch zu kommen. Zu sagen, bete für mich. Ich will frei sein für Gott. Ich will frei sein für Gottes Ruf in meinem Leben. Du und ich, wir sind zu ihm hingeschaffen. Und ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.